Hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de, heute die 93 von 365 im Auto auf dem Rückweg von Köln, dem, ja, muss man leider sagen, weltbeschissensten Wettkampf. Ja, nicht gut gelaufen für mich, für meine Sportler, soweit ich das jetzt sehen konnte, ganz gut. Das werde ich morgen dann nochmal in einem Blog verwurschteln. Bei mir war es heute echt bescheiden. Ich habe nach der Wende beim Schwimmen die Brille verloren, das heißt, ich bin 1800 Meter ohne Brille geschwommen und der vor mir Schwimmende hat ja, einen neuen Freund, nämlich mich. Ich habe ihm, glaube ich, 1800 Meter ja, nur auf die Füße geklopft, und um mich irgendwie einigermaßen zu orientieren, weil ich gar nichts mehr gesehen habe dann. Und also, wer es gewesen ist, weiß ich nicht. Tut mir leid, war keine Absicht. Dann Radfahren ging eigentlich soweit ganz gut. Also ich bin eine Stunde geschwommen, das war unter den Bedingungen ganz gut. Radfahren lief an sich erstmal ganz gut, bis ich dann bei Kilometer 100 in zwei zum Glück adipöse Wettkampfordner reingekracht bin in der Linkskurve, die halt einfach über die Straße gegangen sind mit dem Rücken zu mir. Ich habe noch gerufen, aber ich habe keine Chance gehabt, irgendwie auszuweichen. Und ja, bin halt reingeknallt. Ich hoffe, dass da nichts wegen Fahrerflucht nachkommt, weil ich dann einfach weitergefahren bin. Hat mich zwar ein paar Minuten gekostet, hinten raus war es ganz schön hart, weil die Hüfte doch ganz schön geprellt ist, habe keine Schürfwunden, aber irgendwie halt alles scheiße. Bin zwar noch zu Ende gefahren und habe 4 Stunden 47 oder sowas gehabt, was unter den Bedingungen natürlich auch noch okay ist, aber hätte, wäre, wenn, ist alles nichtig. Bin noch losgelaufen aus der Wechselzone, aber die Hüfte ist halt, geht gar nicht, also ich konnte gar nicht laufen. Die Rippen tun mir auch weh, kriege nicht so richtig Luft und ja, alles suboptimal. Der Wettkampf, muss man sagen, ist halt ziemlich trüge, passiert halt gar nichts eigentlich beim Radfahren. Man fährt eigentlich wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Streckensicherung geht so beim Radfahren, beim Laufen eine absolute Katastrophe, weil die Ordner in Unterzahl sind und vollkommen überfordert sind. Also für, ich glaube, 400 Euro oder was der Spaß gekostet hat, muss man echt sagen, es ist ja, nahezu katastrophal. Gut. Das dazu. Jetzt fahren wir nach Hause, gucken uns das Kanzlerduell an. Morgen geht's weiter. Ciao.